Ho, 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 ich wünsche euch einen frohen... Ich weiß gar nicht, an welchem Tag ich dran bin. Ich wünsche euch einen schönen Dezembertag. Ich stelle euch heute meinen Lieblingsfilm vor, oder einen meiner Lieblingsfilme, und das ist Scott Pilgrim vs. The World. Guck mal, das ist sogar so... Es glitzert. Das ist aber nicht der Grund, warum ich den Film mag. Eigentlich ist es ganz schön ironisch, dass Scott Pilgrim einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, weil ich den beim ersten Mal, als ich ihn geguckt habe, sogar abgebrochen habe, weil ich ihn zu langweilig fand. Ich habe damals irgendwie mitbekommen, dass es diesen Film gibt, weil ich auf Facebook irgendwie so einen Vergleich gesehen hätte, dass der so wie Kick-Ass wäre. Und die kam, glaube ich, auch ungefähr zur gleichen Zeit raus. Und ich fand Kick-Ass halt cool. Und dann habe ich Scott Pilgrim mit der Annahme geguckt, dass das jetzt gleich voll der krasse Kampffilm und sowas ist, wie Kick-Ass halt und so richtig brutal und was weiß ich was. Ja, und dann ging der Film aber damit los, dass mir irgend so ein Erzähler erklärt, dass Scott Pilgrim eine Highschoolerin datet und man sieht ihn, wie er mit seinen Bandmitgliedern redet, und irgendwie dachte ich so, das ist ja gar nicht wie Kick-Ass. Und ich habe den Film dann abgebrochen, kurz bevor dieses Clash at the Demon Head Konzert losging und dann Matthew Patel durch die Decke durchspringt und es einen fetten, krassen Kampf gibt und der Film dann richtig am Eskalieren ist. Hätte ich 5 Minuten länger geguckt, hätte ich wahrscheinlich den Film auch beim ersten Mal nicht abgebrochen, sondern hätte ihn dann geil gefunden. Ich habe dem Film dann später nur noch mal eine Chance gegeben, weil ein Kumpel von mir den unbedingt sehen wollte und wir den dann zusammen geguckt haben, und das war ein völlig anderes Erlebnis, weil wir ihn nicht abgebrochen haben, und seither liebe ich diesen Film einfach. Ich habe mir dann nachträglich auch die ganzen Comics dazu geholt und die durchgelesen, habe das Spiel dazu gespielt, und es ist auch einer dieser Filme, den ich jedem Kumpel, der irgendwie was mit Videospielen zu tun hat, mal zeige, wenn die Person den Film noch nicht gesehen hat. Was ich damals halt auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, war, dass es ein Film von Edgar Wright ist, denn ich liebe Edgar Wright und hätte dem Film dann wahrscheinlich eher eine Chance gegeben, wenn ich damals schon diese Verbindung hergestellt hätte. Ich liebe, wie detailverliebt dieser Film ist. Also ich habe den schon zigmal gesehen und jedes Mal, wenn ich ihn gucke, fällt mir irgendwie was Neues auf. Zum Beispiel die Szene, als Scott und Ramona im Bus fahren und während sie über die Ex-Freunde von Ramona reden, das Bouquet im Hintergrund so kleine X-Formen hat, und während sie aber über die Beziehung reden, hat das Bouquet dann plötzlich so eine Herzform. Also da sind so viele kleine Details drin und es ist so ein schöner visueller Film. Das finde ich einfach richtig geil. Ich mag die visuelle Comedy. Ich muss jedes Mal, obwohl ich sie schon zigmal gesehen habe, ich muss jedes Mal bei dieser Szene lachen, als Knives vorbeikommt und nach Scott fragt und er dann einfach durch dieses Fenster durchspringt und sein Mitbewohner sagt, dass er gerade rausgegangen ist. Is Scott here? You know what? He just left. Es gibt einfach zig Momente in diesem Film, die witzig sind, ohne dass irgendwas gesagt werden muss, wo einfach nur die Visuals schon richtig geil sind. Ja, ich könnte jetzt einfach ganz viele Szenen aufzählen, die ich richtig cool finde, aber guckt euch den Film einfach selbst an, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich denke mal schon, dass der Film cooler ist, wenn man so ein bisschen Bezug zu Videospielen hat. Wenn man zum Beispiel erkennt, dass da im Hintergrund manchmal Musik von Zelda läuft, dass da halt wirklich dann Final Fantasy Musik gespielt wird und sowas, und dass die Sex Bob-Oms eine Anspielung auf die Bob-Oms aus Super Mario sind. Also ein bisschen so Nerdwissen ist schon hilfreich, wenn man in den Film besser reinkommen will. Aber wenn man das alles hat, ist der Film richtig geil. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch groß zu sagen soll. Ich finde, an dem Film passt einfach so gut wie alles. Ich finde, Michael Cera passt perfekt zu Scott Pilgrim. Er spielt perfekt diesen verpeilten Typen, der eigentlich gar keine Ahnung hat, was gerade abgeht, aber irgendwie doch sympathisch ist. Mary Elizabeth Winstead ist super als Ramona Flowers. Also ich kann einfach nur den ganzen Cast loben und den ganzen Film. Ich mag die ganzen Witze im Hintergrund, wie, jetzt zähle ich schon wieder Witze auf, aber es gibt so eine Szene, wo sie auf einer Party sind und dann sagt der eine Typ so, oh yeah, the first album is really better than the first album. So richtiger Nonsens einfach, von dem ich aber liebe, dass er in diesem Film drin ist. Deshalb schaut euch Scott Pilgrim an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ist es ein guter Weihnachtsfilm? Ich überlege gerade. Kommt da irgendwas Weihnachtliches drin vor? Na, es geht um Liebe. Weihnachten ist ja auch so das Fest der Liebe. Also passt schon. Scott Pilgrim kann man immer gucken. Kommt auch Musik drin vor. Zu Weihnachten hört man auch Musik, oder? Man hört immer Musik. Schaut euch Scott Pilgrim an. Das wär's von mir gewesen. Ich hoffe, ihr schaut Scott Pilgrim. Und habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Oder wenn ihr keinen Weihnachten feiert, trotzdem einen schönen Dezember und dann guten Rutsch ins neue Jahr und so weiter, was man sich halt so wünscht. Tschüss! So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao!